Ja, die, und viele Rika-Spieler unterwegs, sehe ich, merke ich. Okay, muss ich mir merken. Viele Rika-Spieler unterwegs. Das könnte, der Gemini ist interessant. Aber ich will jetzt noch nicht den Firestriker nehmen, das wäre dann eher so ein kleiner Last-Pick. Die Frage ist vielleicht Chongpong. Ja, ich nehme mal Chongpong rein. Ken und, oh Gott, ich weiß nicht, was die macht. Das ist wieder ein bisschen jetzt schwierig für mich, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was die macht hier. Opfer 10% einer Verbündeten mit dem Ziel und sofort eine Runde gewährt, senkt die Skill-Up-Blinkzeit aller Verbündeten. Ich habe keine Ahnung genau, was die macht, aber ich nehme sie rein, ihn rein. Ich glaube, ich bann den Ken. Ich schätze es, oder die Sierra wegen dem Speed-Lead, aber ich bin sowieso full. Ich versuch's mal mit Ken. Nehmen wir Attack. Ja, aber nehmen wir... Ja, wir nehmen Overall Attack. Ich glaube, das ist safer. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was die Lichttante macht. Ja, ich bin ja selber noch am Lernen. Ich muss selber gucken, wie, wo, was am besten ist. Ja, und sowas. Das ist für mich jetzt erstmal so mein Ziel jetzt hier gerade am Anfang. Einfach mal zu gucken, wie, wo, was hier überhaupt passiert. Weil, wie gesagt, was die Lichttante macht, die sieht man nicht. Nicht wirklich, sage ich mal. Ja, die sieht man nicht wirklich, deswegen hoffen wir einfach mal das Beste. Das können wir ja machen. Ja, also die Sierra können wir ja strippen, kriegen wir einen Speedbuff, das etc. Die hat ja kein Dings. Kann eventuell mit der Bombe gut rausnehmen, wenn sie es vorhat. Na, reicht das? Ich weiß nicht. Nein. Das reicht noch nicht. Gemini halt, ne? Pushback. Nice. Okay. Zack, zack, zack. Wer hat Widerstand da? Die Sierra hat widerstanden. Okay. War mir nicht sicher, wer das da war. Aber es war die Sierra. Da ist die Lydia wieder, oder wie die heißt. Pushback. Schade. Ja, gut. Glancing drauf und ein Deathbreak drauf. Das ist schon mal ganz gut. Yes. Okay, Deathbreak, ich weiß nicht, macht die Schaden? Ich habe keine Ahnung, ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Wie gesagt, okay, die Ablenkzeit hat sie jetzt hochgesetzt. Sie will wahrscheinlich Gianna rausnehmen. Gehe ich von aus. Ich wüsste aber nicht, warum. Okay, wow, okay, das ist aber wasted. Also die Bombe ist richtig wasted. Warum? Der wäre so oder so down gewesen. Also, finde ich persönlich wasted, muss ich sagen. Ein bisschen. Ein bisschen wasted. Mhm. Nehmen wir sie wieder raus. Hat ja auch schön die Ablenkzeit zurückgesetzt. Kann man sie wieder rausnehmen. Okay, GG. Sehr schön. Okay, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Aber das ist Psama-Time. Und da wir versuchen instant den Speed, also wir versuchen First Turn 100%ig zu bekommen. Und nee. Aber den müsste ich so oder so kriegen, oder? Ich nehme einfach ein Speedlead raus. Wir nehmen noch Chongpong rein. Nehmen wir den. Ne, wir nehmen den raus. Er ist fein. Den könnte ich versuchen, eine Rolle zu wickeln. Wir haben. Ja, wir machen das mal so. Wir nehmen. Okay, er nimmt ja den Speedlead raus. Okay, jetzt ist die Frage, wer schneller ist, aber ich denke, er ist schneller, weil ich auf Vio aufgebaut habe. Ich habe alles auf ihn auf sie aufgebaut und die ist jetzt nicht fast. Hätte ich einen Verde nehmen müssen. Ja, dann wäre es wieder besser gewesen. Aber konnte ich jetzt natürlich nicht wissen. Konnte ich jetzt natürlich nicht wissen. Aber wir schauen mal, wie viel Schaden der macht mit dem Lucian. Ja, gut, okay. Ja, aber das konnte ich nicht wissen. Ja, das konnte ich zum Beispiel nicht wissen. Hätte ich lieber den Werde genommen, sähe die Sache anders aus. Ja, aber das konnte ich, wie gesagt, nicht wissen. Aber dafür bin ich ja hier, um zu lernen. Wenn ich mir sowas jetzt zum Beispiel nochmal sehe, weiß ich, okay, ich muss entweder schneller sein. Wie gesagt, hätte ich ihn zum Beispiel, hätte ich den Yogong zum Beispiel auf Swift, den würde ich auch auf über 300 kriegen. Ja, wäre die Sache auch eventuell wieder anders ausgegangen. Aber meine Swift-Runen sind gerade nicht wirklich verteilt, ja, weil ich einfach gerade gucke, dass ich erstmal mit den Monstern, also ich habe alles auf Gianna aufgebaut. Gianna ist das schnellste Monster, ja, und danach kommt dann er hier. Der hier mit, also Gianna, Yogong und Garni sind bei mir perfekt getuned. Also die können auch nicht wirklich gecuttet werden. Das Problem ist nur, dass das hier mein schnellstes Monster ist, ja, und ich weiß, dass ich weitaus schneller spielen könnte. Nee, das ist mein schnellstes Monster, ja, aber die picke ich jetzt nicht immer. Leo Verde, okay.
Barbara, also Leo nehme ich wahrscheinlich raus, aber ich lasse jetzt erst einmal, ich glaube, das ist ein Abigail-Game. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Abigail-Game. Ich habe so das Gefühl. Ja, und Leo nehmen wir raus, müssen wir rausnehmen, weil ich jetzt wahrscheinlich gleich noch Barbara oder so nehme. Ja, wir nehmen noch Barbara rein, nehmen den Leo raus. Er nimmt die Barbara raus. Okay. Leo kommt raus, wie gesagt. Kommt drauf an, ich schätze, ob es ein Vio werde, Triple Revenge werde oder zwei Ref, einmal Wille werde ist für Dings halt, wegen dem Yogong halt, ne? Kann ja sein. Nein, es ist wahrscheinlich ein Triple Revenge werde. Sehr wahrscheinlich. Ja, ich gebe ihm die Bombe nicht. Okay, wir strippen aber auch nicht, weil ich ihn jetzt erstmal in die Rolle packen möchte. Sehr schön. Jetzt können wir das machen. Wir müssen nur gucken, die Juno hat natürlich einen Buff, aber eventuell pushbacken wir sie einfach. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir sie raus schon mal mit der Sierra-Bombe. Sollte reichen, die scheint mir jetzt nicht mega tanky zu sein. Naja, sie ist auf Revenge, okay. Okay, die Stunts waren jetzt ein bisschen uncool. Unlucky. Okay. Das ist ein bisschen problematisch. Der Jultan ist auch mega problematisch, wenn man keinen Heal hat. Ja, wenn man keinen Heal hat, ist der mega belastend. Den müsste ich eigentlich mit der Bombe irgendwie versuchen, eher wegzukriegen. Der ist der Triple Revenge. Ja, kann man nicht genau sagen. Aber vielleicht kriegen wir einen Stun. Nice. Mhm. Da wäre, glaube ich, wieder was besser gewesen in Sachen Bruiser. Also eher so Richtung... Der scheint High Resist zu sein. Stun. Schade. Eher so Richtung Molong. Sowas wäre jetzt hier besser gewesen, glaube ich. Anstatt Abigail, Molong gegen Jultan. Ich glaube, das wäre hier the play, also besserer Play gewesen. Ein besserer Play gewesen als Abigail oder... Ja gut, Barbara war, glaube ich, fein. Ja, weil er hat ihn ja auch gebannt, war so ein kleiner Force-Bann in Anführungszeichen. Aber hier wäre besser gewesen, es ein bisschen tankiger reinzugehen durch Jultan halt. Wie gesagt, ihn jetzt einfach wegzusnipen und dann hast du eigentlich auch keine Probleme mehr. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre halt weitaus besser gewesen. Schätze ich. Ah, schade, die Revenge kommt zwar noch durch, sie killt sogar. Uncool. Jetzt ist mal eine Bombe drauf, ich kill ihn jetzt. Jetzt ist halt dieses Ding... Ein großes Problem haben wir, dass natürlich Jogong oder Yogong hundertprozentig nicht solos schafft, gegen sie hier klarzukommen. Ne, das ist ja logisch, ne? Naja, schade. Aber das ist wieder so ein Lernprozess, ja? Gegen Jultan zum Beispiel, wann spielt man mal gegen Jultan in der Weltarena? Ja, das kommt einmal in 10 Matches vor, in 100 Matches vor. Ja, deswegen, da muss man halt mal gucken, was spielt man dann am besten dagegen. Und ich habe mich jetzt halt einfach falsch entschieden, weiß aber, dass ich dann im nächsten Mal mir eventuell dann doch lieber den Molong nehme. Der ist jetzt zwar nicht mega gut, aber hätte seinen Job wahrscheinlich erfüllt in Sachen Jultan rausnehmen. Oder ich hätte Jultan gebannt, wäre aber dann wieder doof gewesen, weil der Yogong dann komplett wasted wäre. Ja, das wäre einfach ein gewasteter Pick gewesen. Und das wäre dann wiederum nicht so cool gewesen. Deswegen, ich glaube, da bei sowas, wenn sowas kommt, muss man eher Richtung Molong gehen. So ein bisschen mal ein bisschen wechseln und dann halt eher so mal gucken. Junos sieht man gefühlt auch jede Match. Aber okay. Hier müssen wir jetzt früh die Barbara picken, weil wir keinen Last Pick haben. Und ich bin, glaube ich, tatsächlich nochmal am Überlegen, Abigail zu nehmen. Jetzt mal ohne Molong. Oder wir nehmen Garni und gehen eine Runde safe. Ja, wir nehmen, glaube ich, Garni und gehen ein bisschen safer, als es mit Abigail jetzt nochmal zu versuchen. Wobei Abigail hier auch sehr gute Sachen machen könnte. Josie... Also, ich hasse Juno. Ich hasse es, gegen Juno zu spielen. Sagen wir es mal so, ich hasse es, gegen Juno zu spielen. Deswegen, glaube ich, nehme ich die Juno raus, weil ich sie einfach abgrundtief hasse. Das Problem ist nur... Ja doch, wir machen das so... Er nimmt die Sierra raus, dann nehmen wir den ACC-Lead, um safe zu gehen, dass wir fast alles treffen. Die Barbara, gut, die wird niemanden von dem wegnuken können. Ja, ich kann gucken oder es versuchen, sie hier, ich sag mal, relativ schnell rauszunehmen.
Aber die scheint auch sehr tanky zu sein, wenn ich mir das jetzt schon angucke. Sehr tanky zu sein. Wir packen sie eine Rolle. So, nice. Dann resetten wir jetzt erstmal sie. Resetten sie. Sehr schön. Das war super Damage. Packen sie nochmal eine Rolle. Nö, das machen wir nicht. Na gut, der Proc war ein bisschen an... nicht so gut, sage ich mal. War nicht... Oh, ein Vio. Okay, der ist auf Vio. Das ist schon mal gut. Der ist nicht auf Vamp oder auf Qual oder so. Das ist ein Vio-Ding. Gut, das Problem ist jetzt, dass ich... Ja gut, das kann ich trotzdem machen. Ja, die Molly könnte jetzt die Bombe cleansen, wovon ich ausgehe. Ja, das war abzusehen. Können wir ja hier ein bisschen machen. Wir resetten... Ja, den Dicken. Also er hat noch kein Reckless gemacht. Deswegen resetten wir ihn jetzt. Da kommt sie wieder. Jetzt können wir den auch stunnen. Pushback. Nice. Dann gehen wir aber auch zuerst auf sie, weil sie ist ein bisschen belastender, finde ich persönlich. Ja, nee, wir gehen auf den ersten Skill. Wir resetten hier jetzt. Okay, nice. Dann geben wir Idim. Okay, ich hätte jetzt Yogong den Reset gegeben, um halt Molly nochmal eine Rolle zu tun. Ja, sowas halt. Oder im besten Fall nochmal in die Rolle zu tun und ja. So, Juno First Pick. Okay, wir gehen trotzdem erstmal so rein. Relativ Standard. Ich weiß, wie gesagt, wenn man ihn relativ früh pickt, kann man mit Leo gut countern. Ja, ist okay. Kann ich noch mit leben, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir nehmen so, gehen wir rein. Illyana finde ich gerade auch sehr interessant. Sieht man nicht mehr so häufig. Chongpong, ja, okay. Fei ist sein Speedlead. Also ist das sein... Okay, und sie wieder. Hier könnte man... Also ich glaube, ich nehme wieder Barbara. Und oder ich nehme Savannah. Und banne... Ja, ich glaube, das machen wir. Und ich banne die, die hier. Er nimmt mir mein Speedlead wieder weg. Man kennt's. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Da muss es aber ein Swift-Chong-Punkt sein. Der müsste auf Swift sein. Da bin ich mal gespannt. Ja, sieht man nicht mehr so häufig auf Swift. Also kann man auf Swift spielen. Aber sieht man halt nicht so häufig. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ja, es ist ein Swift. Echt krass. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht krass mit gerechnet. Na, okay, das ist aber fein. Also bis jetzt sehe ich keine großen Schwierigkeiten irgendwie. Ja, das ist ja fein. Gut, das ist jetzt ein bisschen uncool, weil halt die Josie drankommt. Aber da ist das Problem. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mal das große Problem. Oder? Ja, gut, der Provo, widerstanden, nice. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die sogar raus. Stritten das Schild. Okay, ein Schild, auch okay. Dann resetten wir... Nö, wir resetten ihn, weil er hat den entscheidenden Skill noch nicht gemacht. Und ich schätze nicht, dass die Fey tanky ist. Mann, Deathbreak. Hoffentlich, die hat eh ein Glancing. Also so viel kommt da nicht rum. Bei rum. Scheiß auf den Deathbreak da. Okay, gut, GG. Ja, lief gut. Lief doch gut. Wie weit sind wir denn noch von C2 entfernt? Ich würde gerne irgendwie C2 heute hitten, muss ich sagen. Wie sieht meine Winrate aus? Ja, 22,6, also ich glaube relativ gut noch, aber ich habe auch noch nicht viele Kämpfe gemacht. Wie gesagt, das ist so ein Phänomen, eigentlich wollte ich diese RTA-Season ja sehr viel machen, also sehr viel spielen. Und ich glaube auch, dass ich, also ich schätze schon, dass ich G1 hitten könnte. Ich glaube nicht, dass ich es halten kann, aber ich könnte es bestimmt hitten. Jetzt haben wir das wieder so eine Art Speed-Team-Ding hier. Okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen nachdenken. Ich glaube, ich pick jetzt schon mal einen Psama rein. Ich habe die Gianna rausgelassen, sehe ich gerade. Aber brauchen wir Gianna? Bis jetzt würde ich sagen, nicht mal unbedingt. Nee, brauchen wir nicht. Ja, oder doch. Die Fran ist ein bisschen problematisch. Ich nehme den Attack Bar Booster weg. Er nimmt mir meinen höchsten Speed Lead weg. Okay. Marsha könnte halt noch schnell sein, aber so. Oder der Daphnis. Welcher ist ein Speed-Daphnis? Das kann sein. Welcher ist ein Swift-Daphnis? Sieht man auch nicht mehr häufig. Ja, das ist das. Sieht man, also in Sachen sieht man auch nicht mehr so häufig. Aber nein, das ist, muss nicht sein, sagen wir mal so.
Okay, solange kein Stun kommt, ist fein. Ja, kein Stun. Okay, das ist fein. Wir gehen einfach mal auf den Glanz. Okay, danke für den unnötigsten Proc, Mann. Sie kommt schneller dran. Okay, jetzt sehr gut, jetzt müssen wir das ja machen. Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das ist halt das Ding. Da, wobei, das war, könnte auch ein Missplay gewesen. Ja, das war ein Missplay. Ich hätte vielleicht nur die Marsha in die Rolle packen sollen. Ne, die hatte Welle. Ging nicht, ging gar nicht. Das ging ja gar nicht. Okay, die Passive von dem Dude ist draußen. Mhm. Wir resetten sie nochmal. Wir packen ihn in die Rolle. Schade. Schade, schade, Schokolade. Versuchen wir es ganz einfach nochmal. Gegebenenfalls. Außer ich kriege Qualz dann rein. Okay, könnte auch ein Swift-Dude sein. Keine Ahnung. Mhm. Rolle. Danke. Yep, machen wir das hier nochmal. Sie ist vom Ross, das ist gut. Kriegen wir jetzt hier mal einen Glanz drauf? Shit. Nochmal einen Glanz? Ja, okay, Glanz ist da, aber ich glaube, sie ist trotzdem dead. Nein? Okay, Pushback. Ist sie ready wieder? Weiß ich nicht. Ja, ist sie. Okay. Mhm. Ja, sie erst weg. War ja abzusehen. Gut, dann wird sie aber auch wieder ready sein. Deswegen push ich sie nochmal back. Da ist der Dude wieder. Bitte kein Qualz dann. Danke. Dann resetten wir ihn. Sie ist geresettet. Rolle. Nice. Okay, wir pushen uns die Attack und den Speed. So, jetzt haben wir gleich noch Morph vor uns. Also den kriegen wir jetzt auf jeden Fall down, die Fran. Denke ich mal. Genau, so. Guten Tag. Du bist nervig. Du bist goddammit nervig. Okay. Ja, die Passive ist draußen und er kam trotzdem nicht zum Zug. Ja, für den das hier. Glancing. Okay, gut. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Ja, das ist fein, aber der kriegt nicht den Psama down, oder? Auf keinen Fall. Ne. Hätte mich ja, Psama sag ich gar nie. Auf keinen Fall. Okay, C2. Sehr schön. Das war das, was ich eigentlich jetzt auch erstmal erreichen wollte. Für die Aufnahmesession in Anführungszeichen. Wir haben jetzt 11 Kämpfe gemacht. Ja, ist eigentlich fein. Denke ich, ist fein erstmal. 23-6, Winrate fast 80%, ist denke ich mal mehr oder weniger in Ordnung. Ich schätze, es wären gute 2 Videos. Ja, mal gucken halt, ne? Wundert mich, dass es so gut funktioniert hat an einem Nachmittag. Ja, das muss ich auch noch sagen, an einem Nachmittag. Und kaum Botter, also kaum Autospieler gehabt. Aber ich habe auch in einem Bereich gespielt, wo ich, glaube ich, noch nicht einmal gegen einen C-Spieler gespielt habe, also C1-Spieler gespielt habe. Ich glaube, ich habe nur gegen C2 aufwärts gespielt. Bin mir aber gerade nicht sicher. Wartet, Wiedergabe, C2, C3, C2, C2, ja doch, der erste Spieler, den ich heute gemacht habe, das war ein C1-Spieler, dann nur C2, C2, C3, C2, ja gut, okay. Okay, sehr schön, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen mehr verstehen, warum ich wie was mache. Ich kann euch nochmal ganz schnell jetzt am Ende die Runen zeigen von den Monstern, die wir jetzt hauptsächlich gespielt haben. Ja, das war hier die Gianna, sie ist auf Vio-Will mit Speed HP HP. Dann der Chongpong, der ist auf Vio-Will mit Speed Crit Damage HP. Savannah haben wir jetzt nicht so häufig gesehen. Hier haben wir die Sierra auf Speed Crit Rate HP mit diesen Werten. Diana haben wir nicht gesehen, Garni haben wir häufig gesehen. Auf Speed Attack HP, ne, mit diesen und diesen Artefakt, by the way. Und sie hat das und das. Er hat das und das. Dann haben wir Jamir. Wollte ich immer spielen, aber der wurde ja bis auf einmal gebannt. Ist auf Speed Crit Damage HP. Mit diesen Werten. Dann der Yogang mit Speed HP HP auf Swift. Wobei ich am überlegen bin, sie auf 300 zu machen und ihm das Vio-Set von ihr zu geben. Aber naja, bis jetzt komme ich ja ganz gut klar. Werde haben wir nicht gesehen.
Psama wollte ich immer spielen, aber konnte ich ja nicht. Speed Crit Damage HP, der ist auch nicht mega gut. Abigail haben wir einmal gesehen auf Qual Accuracy mit Speed Crit Rate HP. Und Barbara auf Speed Crit Damage Attack Broken leider. Gut. Ja, mehr habe ich ja nicht gespielt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein.